Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Forza Motorsport und wieder im Multiplayer. Und das heißt, Mezzo ist mit dabei. Hallo an dich. Servus. Und wir fahren hier heute die Spotlight Cars von für euch, glaube ich, letzter Woche im Regen. Und ja, vielleicht habt ihr das im Thumbnail schon gelesen. Wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Wir haben uns ein bisschen was ausgedacht, beziehungsweise Mezzo hat sich hier was ausgedacht. Aber ja, da kommen wir noch nicht jetzt zu. Das erfahrt ihr im Rennen. Da erzählen wir noch ein bisschen was dazu. Und jetzt würde ich erstmal sagen, erzählt Mezzo mal, wie ihm das Auto gefällt, so auf den ersten Metern. Ja, wir fahren einen Aston Martin Vantage V12 und im Spotlight logischerweise in der getunten Variante. Hier auf Grand Oak, also eine Strecke, die ja doch sehr technisch ist. Und ja, ich habe mir schon Mühe bei dem Wagen gegeben. Mag das Auto auch, fährt sich sehr harmonisch. Wie man es ja eigentlich aus die Forza-Teile auch kennt, dass sich der Aston Martin sehr, ja, gut eigentlich fährt. Und selbst im Regen merkt man jetzt nicht wirklich ein Übersteuern bei mir, zumindestens. Hat immer noch ein leichtes Untersteuern, aber das mag möglicherweise auch am Regen liegen. Wie schaut's bei dir aus? Was sagst du dazu? Bin eigentlich sehr Ich verbrenn's zufrieden. mich, verbrenn. Ja, stimmt, du bist eh geghostet im Quali. Ja. Bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit diesem Auto. Es fährt sehr gutmütig. Solange man nicht in der Linkskurve nach rechts lenkt, um korrigieren zu wollen. Das mag er anscheinend nicht so. Aber so. Ich würde fast sagen, ist ein Allradler. Aber ist er nicht, oder? Also verbessere mich, wenn doch, aber. Nein, nein, der Aston Martin ist ein klassischer Frontmotor, Ja. Heckantrieb. Aber fährt sich sehr stabil. Oder. Naja, ist das jetzt eine Controller-Sache oder geht's dir auch so, ist die Frage. Nee, also das Auto fährt sich sehr, sehr stabil. Jetzt, wo wir ein bisschen in den Abend reinkommen oder auch der scheinbar der Regen ein bisschen stärker wird, wird das Untersteuern irgendwie ein bisschen höher bei mir. Aber nö, ich finde, der fährt sich sehr harmonisch. Auf jeden Fall. Wie hast du ihn denn aufgebaut? Auf welchem LI fährst du jetzt? Ich fahre jetzt direkt auf dem höchsten LI, das ist glaube ich 600, den man hier fahren kann. Nee, Für das 700. Auto. Oder 700, genau. 640 hat er Serie. Und ich bin auf 696 unterwegs, also ein Stück drunter oder 694. Ich war da nicht ganz so fleißig im Hochfahren bei dem Auto wie Mezzo. Aber lässt sich trotzdem wunderbar fahren. Ja. Ich sag mal so, Autos. 4, 5 Li werden da jetzt auch nicht den Pull unbedingt fett machen. Nee, also zumindest jetzt nicht hier auf Grand Oak, wo du ja zum Beispiel nicht wirklich auf Topspeed angewiesen bist. Ja, also ich bin Jo. durch mit dem Quali. Ja, ich auch. Ich war direkt hinter dir. Okay. Und bist jetzt aber viel weiter vor mir. Aber gut, ich würde sagen, wir machen kurz einen Cut, oder? Genau. Kurzen Cut und dann sehen wir uns im Rennen gleich wieder. Und da sind wir im Rennen zurück. Ich von der P4. Spadboy, von wo startest du? Von der P9. Und es ist, also der Regen hat ganz massiv zugenommen. Ui. Kiesbett. Da geht's wild zu. Wild Da sind zu. einige wieder zurückgekommen auf der Strecke. Gut, da hätte ich jetzt auch vom Gas gehen können und ein bisschen weiter reinlenken können, dass da ein bisschen mehr Platz ist. Muss ich ja mal zugeben. Soll zurückkommen ja auch ermöglichen. Auf jeden Fall ist es eng. Bin leider auf P12 zurückgefallen durch meinen Ausrutscher ins Kiesbett.
Und der, ich habe schon in der Startaufstellung 10 gehabt. Hier fahren einige mit Wettreifen. Das Glück habe ich leider nicht. Ui, ist das eng. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Wettreifen sich jetzt unbedingt viel, viel besser fahren als Serienreifen. Naja, also es wäre komisch, wenn sie sich nicht besser fahren lassen würden. Ja, also was bei den Wettreifen ist, du musst auf jeden Fall bei 8 Runden auf jeden Fall einen Boxenstopp machen. Das ist richtig, ja. Wobei ich noch nicht sicher bin, ob ich das nicht hier auch muss. Also, wobei Da ja gebe ich dir Regen in recht. Forza ja den Vorteil hat, dass die Reifenabnutzung nicht so hoch ist. Ich würde jetzt auch mal bei den Wie werden es denn? Wettreifen so zwischen 3 und 5 Runden tippen. Ja, ist richtig. Aber wir haben euch ja eine Überraschung versprochen und da wollten wir im Rennen drüber reden und ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen, wenn wir so mal aus dem Gröbsten ein bisschen raus sind. Hier, obwohl die Fights immer noch eng sind, also der hinter mir hat nicht viel Abstand. Genau. Wir, das Wetter und ich, haben nämlich beschlossen, wir ziehen so ein bisschen auf dem Pixar Discord eine kleine Rennserie auf für Forza Motorsport und da wollen wir euch Musst du natürlich dich alle leicht verbessern, nochmal zum Pixar Ghost Discord? im Pixar Ghost Discord, ist richtig. Und wollen euch da natürlich alle herzlichst dazu einladen, wenn ihr Lust habt, da mitzufahren. Es wird immer Montagabend sein. Wir werden im Dezember starten. Joint einfach auf dem Discord drauf und ja, meldet euch an. Schaut, wann ihr Zeit habt. Es werden so 2 bis 3 Rennen am Abend gefahren. Ganz entspannt. Private Lobbys, eigene Sprachkanäle für die einzelnen Rennen. Auch mal ein bisschen längere Rennen, nicht nur so 5 Runden, wie man es Genau. im Multiplayer normalerweise hat. Also wir haben vor, schon immer so mindestens 1/2 Stunde zu fahren auf den langen Strecken und da auch dann einfach mit Boxenstrategien so ein bisschen spielen zu können, um so ein bisschen ja auch die Rennen länger spannender zu machen, dass da auch mehr Positionskämpfe vielleicht gibt. Unterschiedliche Strecken, unterschiedliche Autoklassen, unterschiedliche Tageszeiten, unterschiedliche Wetterverhältnisse. Jetzt hast du am Anfang gesagt wir, aber Ja. eigentlich gehört das Lob doch eigentlich dir ganz alleine. Weil ausgearbeitet hast du das ganze Ding komplett alleine. Das Von ist richtig, daher. nur wir zwei hatten ja die Idee dazu und du hast mich da auch immer wieder unterstützt in den, ja, in den Definitionen, was für Rennen fahren wir und sonst irgendwas. Die Ausarbeitung ist durch mich passiert, das ist richtig und auch danke dann an der Stelle für das Lob. Genau, aber wie gesagt, wir haben euch den Discord in der Videobeschreibung beide verlinkt. Und da wird es dann in den nächsten Tagen die Ankündigung geben fürs erste Rennen Ich oder für denke ich den denk mal, ersten das, Rennabend. ich denk mal, das Regelwerk, wo der Rennkalender auch drin ist, werden wir doch auch mit verlinken können schon, oder? Ja, Weil also. jetzt überrumple ich mir jetzt und mache ein bisschen Druck. Sagen wir mal, vielleicht ist es für uns im Moment noch ein bisschen Zeitblase Deluxe, ihr kennt es. Wir werden mal schauen, wann die Folge kommt. Und werden dann, also ich denke, dass ich dann mit der Ausarbeitung schon so weit bin, dass wir das dann auch verlinken können. Und selbst wenn es noch nicht verlinkt ist, dann guck die Tage einfach nochmal rein, dann kommt es bestimmt nochmal nach. Und falls es verlinkt ist und da noch nicht alles perfekt ist, dann seid ihr auch nicht böse. Ist quasi noch am Anfang. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht schon sehr gut aus.
muss man ja mal so sagen. Ich glaube, hier geht es jetzt auch nicht um zwangsweise irgendeinen Wettbewerb, sondern es geht ja darum, dass wir alle Spaß auf der Strecke haben, dass es fair zugeht auf der Strecke. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Genau, und ich denke mal, das erste Mal machen wir es auch einfach so, wenn ihr mitfahren wollt, kommt da vorbei. Seid möglichst pünktlich da, dass man pünktlich anfangen kann. Und dann fangen wir einfach an, ohne große Anmeldung jetzt beim ersten Mal, würde ich sagen. Und dann müssen wir mal gucken, ob man die nächsten Male eine Anmeldung braucht oder ob man es einfach so locker lässt. Wer da ist, ist da. Genau, wird ein bisschen drauf ankommen, wie groß dann die Lobbys werden. Also wir können ja hier in Forza Motorsport bis zu 24 Autos oder Fahrer in der Lobby bringen. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das so die ersten Male gestaltet. Also wir wollen da jetzt auch nicht zu viel reglementieren oder zu viel rumdenken oder zu viel ausarbeiten. Das nimmt meistens irgendwie den Spaß an der ganzen Veranstaltung, sondern wir wollen das Ganze eigentlich möglichst locker, möglichst offen halten. Auch Verbesserungsvorschläge dann nach der ersten Veranstaltung werden wir definitiv mitnehmen. Aha, das Bad Boy fährt Kampflinie. Muss ja ein paar Plätze gut machen hier. Ist naja. Direkt hinter mir. Ja. Ich bin jetzt auf die letzten Runden eigentlich ganz gut rangekommen. Und da sage ich, fährst du Kampflinie, was du mir ziemlich kommen hast sehen. Nee, ich habe dich tatsächlich nicht kommen sehen. War eine alternative Linie. Sagen wir es mal so. Ah, okay. Verstehe. Oh, ja, gerade noch. War vielleicht abseits der Strecke, aber okay. Gab auch eine Strafe dazu. Gut, dann nehme ich die mit. Aber die Astons fahren sich schon einfach sehr sportlich. Ja, das auf jeden Fall, aber dass die Reifen so gut durchhalten, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich habe schon bei Forza Motorsport immer das Gefühl, dass die Serienreifen im Verhältnis wenig Grip haben, aber dafür sehr lange halten in den Rennen. Also da ja, habe ich aber schon schlechter gesehen. Ja, also da ist ein sehr, ja, ein sehr junges Fahrzeug im Verhältnis, der da auch, glaube ich, mit ja gute Reifen aufwarten kann. Im Drift über die Ziellinie. Ja, bist ja doch noch direkt hinter mir wieder. Ja, genau. Dann war hat der sich da noch zwischen uns reingemogelt hat, irgendwas angestellt, was nö. Nicht. Also ja, aber damit P10 für dich, P11 für mich. Und hat, finde ich, Spaß gemacht. Also, dann waren wenig Rempler, war eine sehr, sehr saubere Fahrt von allen. Habe ich als sehr angenehm empfunden heute. Ja, war gut. Auf jeden Fall. Am Anfang ein bisschen Start Ausritte von ein paar, aber gut, das kann ja mal passieren. Eben. Ja, und ich glaube, damit wünschen wir euch einen schönen Resttag. Wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung, schaut auf jeden Fall in die Sicht von Spatboy rein und schaut auch wegen der Veranstaltung für den Dezember, die Community-Rennen. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Servus. Tschüss.